Willkommen in der Cerberus-Datenbank. Geheime Daten angefordert. Autorisierung bestätigt. Commander Shepard, Ihre angeforderten Informationen zu Prototypen liegen bereit. Herzlich willkommen zu FUMAS N7 Mass Effect Legendary Edition Guide. Und hier geht es um Mass Effect 2. Ich habe in allen meinen Videos Timelines eingepflegt. Das heißt, ihr könnt an jeden Punkt springen, der euch interessiert. Willkommen zu den Prototypen in Mass Effect 2. Es gibt insgesamt 17 Prototypen, die ich euch alle nacheinander vorstelle, wie auch die Fundorte. Die Technologie der Prototypen ist extrem fortschrittlich und sehr mächtig, aber auch unfassbar kostspielig und zudem bei der Anwendung nicht immer stabil. Den modernen Wissenschaftsanlagen von Cerberus und dem Genie von Dr. Morden Solis ist es zu verdanken, dass die Normandy über eine der wenigen existierenden Einrichtungen verfügt, die derartige Technologien herstellen kann. Jede daraus resultierende Technologie wird überaus mächtig sein, kann aber nur bei einem Gruppenmitglied als Upgrade eingesetzt werden. Man kann die Prototypentechnologie entdecken, indem man bei Missionen fortschrittliche Technologien scannt und mit den Gruppenmitgliedern über Forschung spricht. Und nun schauen wir uns die Prototypen einer nach dem anderen mal ganz genau im Detail an und auch, wo ihr sie finden werdet. Der erste Prototyp ist das kybernetische Upgrade. Es zählt zu den normalen Upgrades und ist eine sogenannte Gitterverlagerung. In die Haut werden starke synthetische Stoffe eingewoben, die den erlittenen Schaden durch die meisten Angriffe dramatisch reduziert. Sie dienen außerdem zur Leistungssteigerung des Medigels und verbessern somit die Heilung. Hier in dem Bild seht ihr auch eine kleine Liste, wo ihr diese Prototypen finden werdet. Das nächste Prototypen-Upgrade ist das sogenannte Knochengewebe oder halt auch Skelettgitter. Durch Verstärkung des Skelettes mit systemischem Gewebe werden Knochen nahezu unzerbrechlich. Im Falle eines Knochentraumas ist durch Medigel die Leistung der Regeneration binnen weniger Tage wieder möglich. Freischaltbar nach dem zweiten Upgrade im Tech-Labor. Das dritte und letzte besondere Upgrade für Commander Shepard ist das sogenannte schwere Muskelgewebe, Mikrofasergewebe. Durch die Einarbeitung von Mikrofasern in die Muskeln erhöht sich die Gesamtstärke, während die Gefahr von Muskelschäden durch eine Überlastung sinkt. Freischaltbar im Tech-Labor und das nach dem dritten Upgrade. Munition für schwere Waffen zählt zu den normalen Upgrades. Die Energiezellentechnologie für schwere Waffen ist schon relativ alt, kann aber durch den Umbau des Kerns mit modernen Komponenten verbessert werden. Dadurch lassen sich mit Standard-Energiezellen mehr Schüsse pro Zelle und auch mehr Schüsse insgesamt abfeuern. In der kleinen Liste seht ihr wieder, zu welchen Missionen und wo genau in den Missionen ihr diese besonderen Prototyp-Upgrades findet. Hinweis an dieser Stelle, es werden nun gleich Waffen vorgestellt von mir, also neue schwere Waffen, die ihr am Forschungsterminal erforschen könnt und somit werden sie auch freigeschaltet. Darüber hinaus habe ich ein Video gemacht zu den schweren Waffen. Das habe ich euch in der Infobox verlinkt. Der ML-77 Raketenwerfer. Dieser Schnellfeuerraketenwerfer mit Zielsuchprojektil, effektiv gegen Panzerung, Schilde und biotische Barrieren. Raketenwerfer tauchen immer häufiger bei den Söldnergruppen in den Terminus-Systemen auf, aber niemand weiß, woher sie kommen. Jedes Projektil verfügt über eine Freund-Feind-Erkennung, womit sichergestellt wird, dass die feindlichen Ziele auch getroffen werden. Allerdings nicht unbedingt mit dem Fadenkreuz. In Städten bestens geeignet zum Ausschalten von Scharfschützen und versteckten Gegnern und daher besonders beliebt bei den Söldnern der Blue Suns. Wegen der Herstellungsrechtsmanagementstechnologie nahezu unmöglich nachzubauen. Freischaltung in der Forschungsstation der Normandy, nachdem ihr die Munitionsupgrades für schwere Waffen erforscht habt. Kosten 5000 Iridium. Ein Grundschaden von 300. Die Genauigkeit ist hoch, der Rückstoß ist niedrig und dieser ML-77 Raketenwerfer feuert halbautomatisch. Der M-622
Avalanche. Die Genauigkeit ist hoch, der Rückstoß ist niedrig. Der Feuermodus halbautomatisch. Die Feuerrate sind 300 RPM. Der Grundschaden beträgt 50. Doch, dieser ist 8-mal so hoch bei Rüstungen, 8-mal so hoch bei Schilden und 8-mal so hoch bei Barrieren. Der M622 Avalanche. Die Technologie der Kryo-Munition wird zum Modifizieren von Standardmunition benutzt. Ein Abkühlen verwandelt die Munition in Bose-Einstein-Kondensat, eine Masse ultrakalter, subthermaler Partikel, die getroffene Ziele schlagartig einfrieren können. Die Wissenschaftler der Normandy haben eine neue Anwendung für diese Technologie entwickelt. Durch Erzeugen eines Masseneffektblase ist eine weitaus stärkere Waffe entstanden, die Panzerung, Schilde und biotische Barrieren effektiv ist. Sie trägt den Spitznamen Kryoplaster. Der Fundort. Freigeschaltet in der Forschungsstation der Normandy, nachdem ihr 2 Munitions-Upgrades für schwere Waffen erforscht habt. Die Kosten sind 15.000 Iridium. Eine coole Waffe. Die M920 Kane ist eine schwere Waffe aus Mass Effect 2 und Mass Effect 3. Man kann sie in Mass Effect 2 nach mehreren schweren Waffen-Upgrades erforschen. In Mass Effect 3 ist diese Waffe nur während des letzten Angriffs in London verfügbar. Waffen mit großer Sprengkraft sind durch die Effektivität und Effizienz der Waffentechnologie auf Masseneffektbasis nahezu überflüssig geworden. Mit einer Ausnahme, der Einsatz der Infanterie. Ihre Wissenschaftler haben den Prototyp mit einer modifizierten Version der klassischen Sprengpatrone entwickelt, der mit einem 25 Gramm schweren Partikel abgefeuert wird. Durch eine Beschleunigung von 5 km pro Sekunde sind die Ergebnisse verheerend. Obwohl technisch nicht ganz korrekt, hat der Waffenprototyp den Spitznamen Nuklearbombenwerfer bekommen. Und die Sprengmatrix wurde so angelegt, dass beim Aufschlag der charakteristische Atompilz entsteht. Extrem hoher Schaden, mit großem Wirkungsbereich, enorm effektiv gegen Panzerung, Schilde und Barrieren. Obwohl die M920 Kane eine sehr effektive Waffe darstellt, hat sie einen entscheidenden Nachteil, der Munitionsverbrauch. Denn er ist so enorm hoch, dass man ihn nur selten einsetzen kann und vorher einige Missionen absolvieren muss, bis man einen neuerlichen Schuss abgeben könnte. Deswegen sollte man den Kane-Weg wirklich nur in Ausnahmefällen, das bedeutet gegen große Mechs oder extrem viele Gegner, verwenden. Und dennoch ist diese Waffe sehr effektiv und eignet sich besonders gut bei Grunts Loyalitätsmission. Da der Dreschhund auf geringer Schwierigkeitsstufe mit nahezu einem Schuss der Kane erledigt werden kann. Auch bei Garrett Loyalitätsmission ist sie nützlich. Wenn man sich 2 großen Mechs zugleich entgegenstellen muss, macht es mit dieser Waffe ordentlich Bums. Wichtiger Hinweis zu den folgenden Prototyp-Upgrades. Die Vorteile der folgenden Upgrades gelten teilweise nur für ein bestimmtes Mitglied, ein Teil des Squads oder auch nur für Shepard. Viele dieser Upgrades erhält man durch Gespräche mit den einzelnen Squad-Mitgliedern. Zum Beispiel die kroganische Schrotflinte und die modifizierte Claymore. Die könnt ihr auch verwenden. Wie auch das modifizierte Widow Geth Schussgewehr oder das Präzisionsgewehr. Das könnt ihr auch verwenden. In der Mission Kollektorschiff. Dort werdet ihr ein Upgrade finden und ihr müsst euch dann entscheiden, was ihr genau spielen wollt, also für was das Upgrade dann genau gut sein wird. Ich habe sehr, sehr häufig, weil ich Infiltrator spiele und dadurch kein Sturmgewehr benutzen kann, das Upgrade für Sturmgewehre genommen. Wenn ihr Soldat spielt, spielt das überhaupt keine Rolle. Spielt ihr aber einen anderen Charakter, dann spielt es schon eine Rolle. Also ihr werdet die Chance haben, ein besonderes Upgrade für euch nutzen zu können. Aber nur eines davon. Besondere Upgrades wie die Verstärkung des biotischen Schaden, also das Multikernimplantat, ist nur für Jack geeignet. Darüber hinaus, was ihr auch nicht verwenden könnt, aber gut für Morden Solis ist, ist das modifizierte Tech Upgrade. Und nun stelle ich sie alle in Einzelnen nochmal vor. Solltet ihr Fragen um Mass Effect haben oder ist euch irgendeine Frage eingefallen, dann schreibt es mir in die Kommentare. Eure Meinung ist mir wichtig, eure Fragen sind mir wichtig. Also schön in die Tasten hauen und wir sehen uns auf dem Schlachtfeld, Commander.
die krogranische Schrotflinte und modifizierte Claymore. Die Wissenschaftler haben für die Waffentechnik für Grunt einen Prototypen gebaut, der aber noch nicht ganz ausgereift ist. Ihr erhaltet diesen Prototypen im Gespräch mit Grunt. Die M300 Claymore. Die M300 Claymore ist eine sehr seltene kroganische Schrotflinte, verursacht auf kurze Distanzen enorm hohen Schaden und ist auf größere Entfernung allerdings wirkungslos. Effektiv gegen Panzerung, Schilde, biotische Barrieren. Die M300 Claymore ist ein Schrotflinten-Upgrade von der Schrotflinte Scimitar. Die Claymore ist eine Entwicklung der Menschen, ist aber nur von Kroganern benutzt, weil der große Rückstoß eines einzigen Schusses ausreicht, um einen Menschen den Arm zu brechen. Die größeren Projektile sind auch gegen gepanzerte Ziele effektiv. Die Waffe ist durch ein hochentwickeltes Herstellungsrechte-Management vom Nachbau geschützt und extrem teuer. Der Fundort. Wenn man als Soldat oder Frontkämpfer spielt, hat der Spieler die Möglichkeit des Erwerbs während der Mission Collectorschiff. Nach der Rekrutierung von Grunt ist es möglich, im Dialog nach Upgrades zu fragen, wohin die M300 Claymore als Waffe für ihn erforscht werden kann. Allerdings macht Grunt 40% weniger Schaden mit der M300 Claymore als Shepard. Hinweis für euch da draußen. Da die Claymore nur einen Schuss pro Magazin und gleichzeitig relativ wenig Magazine sowie eine hohe Nachladezeit hat, wird die Waffe sehr ineffektiv, wenn nicht jeder Schuss ein Treffer ist. Auf höheren Schwierigkeitsgraden verliert die Claymore immer mehr an Bedeutung, da es wesentlich schwieriger ist, einen Gegner mit einem Schuss zu töten und andere Waffen im Vergleich effektiver sind. Upgrades für Jack. Biotischer Schaden. Multikernimplantat. Jacks Vitaldaten zeigen eine progressive neurale Degeneration, was normalerweise ihre Fähigkeit zur Erzeugung von Masseneffektfeldern schwächen müsste. Stattdessen ist es aber eher das Gegenteil der Fall. Durch Ersetzen des Energiemoduls in ihren Biotikverstärkern durch einen Prototypen mit höherer Kapazität ließe sich die Stärke von Jacks biotischen Kräften dramatisch steigern. Dieses Prototyp-Upgrade erhaltet ihr im Gespräch mit Jack. Das Prototyp-Upgrade für Legion. Die sogenannte Antimaterie Widow. Das ist ein Präzisionsgewehr mit erheblich starkem Durchschlag. Mit genügend Rohmaterialien und Zugang zum Labor der Waffenkammer lässt sich ein verbessertes Präzisionsgewehr herstellen, das nur Legion benutzen kann. Im Gespräch mit Legion könnt ihr dieses freischalten. Und wie ich schon bei den Hinweisen gesagt habe, bei beiden Waffen, bei der Claymore und auch bei der Widow, da habt ihr die Möglichkeit, in der Mission Collectorschiff euch entscheiden zu können, welche dieser beiden Prototypen-Upgraden ihr verwenden könnt. Die M98 Widow. Präzise und tödliches Antimateriegewehr. Effektiv gegen Panzerung, Schilde und tödliche Barrieren. Upgrade zum Präzisionsgewehr Viper. Das Antimateriegewehr Widow wiegt 39 Kilogramm und wird hauptsächlich von Scharfschützenteams bei Missionen gegen gepanzerte Fahrzeuge oder Kroganer eingesetzt. Die kinetischen Barrieren von Fahrzeugen bieten gegen die Widow einen akzeptablen Schutz, aber konventionelle militärische Feldgeneratoren sind dafür viel zu schwach. Die Widow wurde nicht dazu entwickelt, von einem einzigen Menschen getragen oder geschweige denn eingesetzt zu werden. Dieses modifizierte Modell lässt sich zwar tragen, aber kein normaler Mensch könnte diese Waffe abfeuern, ohne sich den Arm zu brechen oder gar die ganze Schulter zu verlieren. Der Fundort. Das Gewehr ist eine Auswahlmöglichkeit der Waffenspezialisierung auf der Mission Collectorschiff erhältlich, auf welches man automatisch während der Storyline kommt. Hinweis für euch da draußen. Die M98 Widow hat eine ähnliche Feuerrate wie die Mantis, allerdings mit höherer Munitionskapazität und sie verursacht deutlich mehr Schaden. Im Vergleich zur Viper fällt aufgrund des unterschiedlichen Prinzips dieser Vergleich gänzlich weg. An dieser Stelle sei gesagt, dass man mit 3 bis 4 Schuss einen Geth-Kommandanten erledigen kann. Doch was die M98 Widow so effektiv macht, ist, dass Kopfschüsse unabhängig von Barrieren oder Schilden auch sehr effektiv gegen den Vorbau
verboten sind. Auf einer extrem hohen Reichweite ist meines Erachtens die M98 Widow für Soldaten und Infiltratoren das beste Scharfschützengewehr. Prototypen für Mordin. Mordins Universalwerkzeug kann dadurch modifiziert werden und die Tech-Stärke erhöht werden. Mordin hat sich ein eigenes Universalwerkzeug gebaut und kann mit entsprechenden Materialien beachtliche Upgrades herstellen. Ihr erhaltet es im Gespräch mit Mordin. Dieses Upgrade ist aber auch nur für Mordin Solus. Das Prototyp-Upgrade für Kroganer. Dieses Prototyp-Upgrade für Kroganer ist auch für eure Gruppenmitglieder. Und da ihr nur ein Kroganer in eurem Gruppenmitglied habt, also Grunt, ist es nur für Grunt. Der Wissenschaftler namens Okia hat ein Retrovirus entwickelt, das zum genetischen Code der Kroganer passt. Modifiziert man die Gensequenzen in diesem Virus und injiziert es dann einem Kroganer in einer geringen Dosis, wird dadurch der genetische Code verändert und seine Vitalität gesteigert. Hier seht ihr auch wieder an diesem Bild, wo ihr diesen Prototypen finden könnt, in welcher Mission und wo genau. Natürlich könnt ihr bei mir die Mass Effect Legendary Edition live in 2K erleben. Also Commander, ich erwarte euch auf dem Schlachtfeld. Das Prototyp-Upgrade, das Universalwerkzeug-Upgrade Hack-Modul. Aufgrund des Krieges zwischen Herstellern von Sicherheitssoftware und Hackern pflegt Cerberus ständig eine kleine Liste mit Hintertürchen. Kaum bekannte Sicherheitslücken, die schon seit einiger Zeit bestehen und bisher nicht durch einen Patch geschlossen wurden. Eine intensive Arbeit auf diesem Gebiet sollte dazu führen, dass unsere Agenten die meisten konventionellen Sicherheitsmaßnahmen problemlos hacken können. In der Liste seht ihr, wo ihr es bekommt. Weitere Prototyp-Upgrades für Shepard. Das Universal-Upgrade-Umgehungsmodul. Die Unzuverlässigkeit ausschließlich auf softwarebasierter Sicherheitsmaßnahmen hat dazu geführt, dass elektronische Schlösser immer beliebter werden, sowohl mit physikalischen wie auch elektronischen Schlüsseln. Als unhackbar beworben finden sie einen reißenden Absatz. Aber die Hersteller von Universalwerkzeugen haben bereits darauf reagiert und statten moderne Universalwerkzeuge jetzt mit einem Universalschlüssel aus. Dazu benötigt man zwar ein gewisses Geschick, wie früher beim Hacken von Schlössern, aber durch die Software unterstützt, gelingt es fähigen Agenten normalerweise, die meisten Schlösser innerhalb eines Zeitlimits zu umgehen und damit zu öffnen. Softwareverbesserungen in dem Bereich Scannen und automatischen Korrekturen ermöglicht es, das Arbeiten an Schlössern ohne deren Verteidigungsmechanismus auszulösen. Zum Hacken habe ich ein separates Video gemacht und euch in der Infobox verlinkt. Ihr könnt dieses Upgrade kaufen. Seht ihr unten in der Liste, in welchem Shop und wo genau. Prototypen-Upgrades für den Squad oder für eure Crew. Die Technologie der Geth und der Allianz entwickelten sich ab dem Zeitpunkt unterschiedlich weiter, als sich die Geth hinter den Nebel zurückzogen. Beide Technologien sind zwar völlig inkompatibel, aber dennoch ermöglicht dieses Upgrade die Nutzung von Geth-Schilden. Das ist eine Neuentwicklung der Allianz auf dem Gebiet rudimentärer Feldgeneratoren zu verdanken. Darüber hinaus habe ich zu Upgrades, was eure Panzerung angeht. Zu den Upgrades eurer Panzerung ein Video gemacht und verlinke es euch in der Infobox. Hier auf der Liste seht ihr darüber auch nochmal genau, wo ihr diese Upgrades bekommen könnt, bei welcher Mission und wo genau. Prototyp-Upgrade für Shepard. Durch intensives Training kann Shepard eine einzige Bonuskraft erlernen. Durch die Rekrutierung von loyalen Gruppenmitgliedern werden weitere Kräfte für Shepard verfügbar. Shepard kann diese Forschungsprojekte mehrfach durchführen. Nach jedem Abschluss wählt Shepard eine neue Bonuskraft aus, die dir möchte natürlich, und alle bereits vergebenen Punkte werden auf die neue Bonuskraft umgelegt. Wichtig dabei ist, ihr erhaltet es automatisch nach dem Prolog und nach dem Abschluss der Mission Freedom Progress. Hinweis dabei: Zu diesem Zeitpunkt ist die Forschung nicht möglich, da das Forschungsterminal oder das Tech-Labor der Normandy erst nach der Rekrutierung von Mordin Solus zur Verfügung steht. Ihr könnt euch auch nur eine Bonuskraft auswählen. Habt ihr eine ausgewählt und habt die Skillpunkte verteilt und wählt nach der nächsten Rekrutierung zum Beispiel, ihr habt Garth Vakarian ausgewählt, den Archangel, und kriegt dann bei der Loyalitätsmission seine panzerbrechende Munition, oder nachher bei Thane Kryos, ihr habt mit ihm die Loyalitätsmission überstanden und dann bekommt ihr die Schreddermunition. Ihr könnt nur eines von beiden Bonuskräften verwenden.
Der letzte Prototyp ist auch wieder ein Upgrade für Shepard und das ist die erneute Verteilung von Punkten. Das fortschrittliche Training gestattet es Shepard, Punkte erneut auf Kräfte zu verteilen. Es gibt aber keine zusätzlichen Punkte. Shepard kann dieses Forschungsprojekt mehrfach durchführen. Nach jedem Abschluss werden alle für Kräfte vergebenen Punkte frei und können direkt im Anschluss an das Forschungsprojekt im Gruppenmenü neu verteilt werden. Zu den fortgeschrittenen Training, das heißt also zur Auswahl von neuen Bonuskräften, zur Erneuerung der Verteilung der Punkte, habe ich ein Video gemacht, meine lieben Freunde da draußen, und euch in der Infobox verlinkt. Wenn euch mein ultimativer N7 Mass Effect Legendary Guide gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Abo da und denkt daran, wollt ihr Fuma loben, Daumen nach oben. Bis dahin sage ich, bleibt gesund und Semper Fi.